Mit ihren Reibeisenstimmen sind sie schon von Weitem zu hören. Der Schluchtenkobold, der Quarkgierschlund oder der Kerzenschnorrer. Hey, wartet mal. Wir müssen kurz anhalten und die Leute begrüßen. Ja, das sollten wir wirklich. Aber der Wurststibitzer denkt gar nicht daran, Hallo zu sagen. Er liebt Würste einfach über alles. Dieser verfressene Gefährte ist einer von 13 Weihnachtsgesellen und eigentlich ein Troll. Der Legende nach kommen sie vor Weihnachten aus Islands verschneiten Bergen in die Stadt. Wie der Nikolaus bringen sie den braven Kindern etwas mit, wenn die Trolle aufgegessen und fertig gesungen haben. Ich muss den Kindern noch ein paar Sachen in die Schuhe stecken. Ich mache mich als Erster auf den Weg. Es wird langsam Zeit für mich. Wo der vielleicht wichtigste Mann des Dezembers steckt, da wiegeln die Weihnachtsgesellen ab und tun ganz ahnungslos. Ja, Santa Claus. Der Weihnachtsmann? Ja, der, also der, der lebt im Ausland. Aber er kommt manchmal vorbei. Das ist doch dieser Typ mit den roten Klamotten, oder? Ist das nicht unser Cousin? Jojo? Ah, sagen wir mal eher ein Freund. Aber auf Freunde kann man sich ja verlassen. Weihnachten ist dann auch dieses Jahr wieder gesichert. Nicht nur für die Isländer.